So, da sind wir schon wieder zurück. Eben erst Livestream ausgemacht, jetzt Vorbereitung auf Shop-Video. Also, ihr seht schon, eine Minute haben wir noch. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest. Morgen haben wir ja nochmal alle frei. Aber ich denke mal, den Tag werden wir auch noch alle ganz entspannt genießen. Mal gucken, was uns gleich so im Shop erwartet. Aber natürlich wieder danke für den ganzen Support jetzt im Livestream heute Morgen, heute Abend noch, obwohl ich den Stream erst um 10 Uhr angemacht habe. Also seid nicht böse an die, die nicht da waren. Wundert euch auch nicht wegen dem Thumbnail. Hab einfach mal ein schwarzes Thumbnail gemacht und als Titel einen Punkt. Waren trotzdem alle da. Freut mich an der Stelle auf jeden Fall nochmal. So, und denkt dran, in erster Linie vergesst nicht ein Like da zu lassen auf den Shop bitte. Und vergesst auch nicht meinen Creator Code einzutragen. YT-FamilyHack. Gruß geht da an jeden Einzelnen raus. Jetzt haben wir noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und wird's verrückt. Oha, ich hab Angst. Was ist drin geblieben? Wir gehen direkt nach vorne. Aha, die sind schon mal drin geblieben. Ich hab's mir nämlich gedacht, dass die drin bleiben. Damit der Raptor noch ein bisschen Zeit hat. Er hat ja gesagt, ja, er muss noch dringend ein paar V-Bucks farmen. Denkt dran, hier die Schnatterente. Ich werde sie mir spätestens morgen Abend, also heute Abend kaufen. Also wer den irgendwie noch mir schenken will, auf Ehrenbruderbasis, das wäre ein Skin, wo ich mich wirklich drüber freuen würde. So, dann, im Prinzip brauche ich eigentlich hier zu den ganzen Skins ja jetzt nichts zu sagen, aber wir haben halt so viele Skins drin, das ist wirklich schon abartig. Aber die Skins sind auch nice. Aber ich weiß schon, ihr wollt, dass ich nach vorne gehe, ne? Aber wir gehen ganz kurz mal von ganz hinten nach ganz vorne. So. Bam, bam, bam. Gehüpft wie gesprungen. Die Musik ist irgendwie nice. Aber es sieht auch krank aus. Ich feiere den irgendwie. So, dann haben wir schnell Häschen Hüpf. Ah ja. Dann haben wir die bunte Brechstange. Ah, ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, zu Osterzeit ja, aber sonst nicht. Dann haben wir. Lol. Dann haben wir den Spross. Aber ihr seht schon, der Shop bleibt so riesig. Dann Pastella. Gruß geht da auf jeden Fall nochmal raus an den Salben. Dann Hopper drin mit zwei Varianten. Auch noch mit der Schokoladenvariante. Also ich habe bis jetzt in keiner Lobby einen gesehen. Schreibt mal in den Chat, ob ihr einen gesehen habt. Also ich immer noch nicht. So, dann haben wir hier einmal Schokoladig und Mr. Hoppel. Hoppel habe ich jetzt ein paar Mal gesehen. Also in-game sieht er eigentlich gar nicht so schlecht aus, der Skin, ganz ehrlich. Der verwirrt eher sogar das Dunkle. Also ein Datenregen. Ja, Handy, guten Tag. So, dann haben wir noch hier die schöne Tarnung, Schokoladig. Aber zur Tarnung habe ich ja gesagt, ich achte nicht mehr wirklich auf Tarnung. Das ist mir eigentlich schon relativ egal langsam, was ich da für eine Tarnung drin habe. Dann haben wir einmal die Stahlkarotte nochmal. Und natürlich Mr. Finsterhase. Oh, so finster ist der eigentlich gar nicht. Wenn der am Tisch sitzen würde, wäre er eigentlich ganz angenehm. Natürlich mit passendem Rückenaccessoire, oft ganz elegant. Er sieht nicht schlecht aus, aber ich finde, auch wenn ich ihn jetzt öfters sehe, ich würde mir nicht kaufen. Ganz ehrlich nicht. So, und dann haben wir natürlich unsere Osterskins noch drin. Auch wie, ich habe immer das Ei. Ich kann machen, was ich will. Ich habe immer das Ei als erstes, bevor ich den Skin habe. So, hier ist aber der Skin. Einmal in rosa, einmal in schwarz. Aber ich wurde heute auch nochmal gefragt. Ich finde da halt echt die weibliche Variante echt besser. Aber hier noch die passende Pickaxe. Kann sein, dass der weibliche gar nicht mehr drin ist. Oder habe ich jetzt hier einen Fehler? Ne, der weibliche ist nicht mehr drin. Das ist die Pickaxe. Ah doch, hier ist er doch. Lol. Wollen wir mich wieder veräppeln hier. Also der weibliche Skin gefällt mir da schon besser. Ich weiß nicht mehr, wer es gefragt hat, aber weibliche Variante auf jeden Fall mehr als die männliche. So, da ist klar, Rückenaccessoire kennen wir schon. Dann hier. Denkt dran, günstiger kommt ihr in Anführungszeichen nicht an 4 Skins dran. Denkt an die Kuschelbeauftragte, da kostet jede Farbe extra. Hier habt ihr 4 Farben für 800 V-Bucks. Ich meine, klar, es ist nur eine andere Farbe, aber Sachen Raven haben wir jetzt auch für Rot für 1500, einmal in Schwarz für 2000.
Da wird schon ordentlich Geld hingeblättert. So, was haben wir noch? Einmal Zusammenreißer. Aha, GG. Danke schon mal dafür, dass ich ihn schon mal geschenkt bekommen habe. Gruß geht er raus. Dann haben wir voll Ablachen wieder drin. Ja, das ist übel, wenn du einen Kill kassierst. Du wirst noch schön ausgelacht. So, wir gehen langsam rüber. Was haben wir noch? Ah, Tanztherapie. Oho. Ah ja. Dann geht's dir wieder gut. Also, wenn ihr das Video seht, alle mal abtanzen. Kappa. So, dann haben wir die Taktikoffizierin. Ich weiß nicht, die Season 1 und Season 2 Skins, die waren echt noch. Oh, alles nicht so der Burner, ne? Aber ja, was soll man sagen? Ist halt Season 2. So, dann gehen wir ganz langsam noch rüber. Kriegen wir was Neues? Oh, Chrom ist wieder drin. Den Skin feiere ich ja irgendwie. Kann sein, dass er schon lange nicht mehr drin war? Da seid ihr jetzt gefragt, wie lange war der Skin nicht im Shop? Ich informiere mich extra nicht vorher, hey, der war so und so lange nicht mehr im Shop oder gucke auf irgendwelche Leak-Seiten. Da seid ihr gefragt, wie viele Tage war der nicht mehr im Shop? Also der ist echt nice. Ach, ich sag ja, zurzeit ist einfach, was Skins betrifft, too much in meinen Augen. So, dann haben wir noch schöne Sternchen. Die hatten wir schon mal drin. Schon, wo ich keine Shop-Videos gemacht habe. Ich kenne die nicht. Aber wir sind beim Thema Tarnung, wie immer. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob er noch Geld für Tarnung ausgibt. So, was haben wir noch? Achtung. Ah, Moxie ist wieder da. Die kleine Moxie. Ach Gott, was ist denn? Ach Gott, wie viel haben sie denn hier wieder? Ach so, doch. Aber auch in der roten Variante. Ich bleibe dabei. Rote Variante sieht immer noch besser aus. Dann haben wir natürlich passende Rückenaccessoire. Logischerweise auch da das rote. Aber guck beim Rückenaccessoire genau hin. Es ist ein Elch in der Verteidigungshaltung. So, was haben wir noch drin gehabt? Die Pickaxe, ne? Ja. Ja, die hört sich eigentlich ganz cool an, aber ja. Ist halt echt so Geschmackssache. Wer auf so was steht, ja, gerne. Aber meins ist es nicht so. Ne? Dann haben wir die Tarnung. Ich wollte gerade sagen, ich hatte die doch eigentlich, oder? Ich sage immer noch, vorne sieht das immer aus wie das deutsche Postzeichen. Ich weiß auch nicht warum. So, dann geht's weiter. Wo sind wir? Oh. Den Skin kennen wir doch. Ich weiß schon, welcher Skin es ist. Weil die Lackierung habe ich schon. Erstmal auch da, danke nochmal. Weil ich habe sie mir nicht gekauft. Daran sieht man, was ihr schon alles geschenkt habt, ey. Das ist echt unglaublich. Und was haben wir? Genau, Unendlichkeit. Ich wusste doch, das ist mein Skin. Den habe ich mir damals auch direkt gekauft. Da haben wir gerade angefangen mit Fortnite. Aber den Skin habe ich echt gefeiert. Der ist auch immer noch in Ordnung. Also definitiv spielbar. Ich sage immer, kauft sich so viele Skins und benutzt sie dann nicht. So, was haben wir noch? Genau, die Pickaxe dazu. Ist eigentlich auch nice. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich mir so, ah, soll man sie doch kaufen? Weil der Ton ist auch nice. Passt halt perfekt zu dem Skin. So, jetzt die Frage: Haben wir vorne was Neues? Nein, nichts Neues. Wir gehen direkt zum Skin. Ich glaube, ich weiß, welcher es ist. Ja. Da, wo alle gesagt haben, der ist nice. Ich hasse diesen Skin. Ich finde diesen Skin nicht schön. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Irgendwie gefällt der mir null. Ich glaube, ich weiß nicht, der Hans oder Schleuderaffe. Einer von beiden hat den im Originalzustand schon. Weil es gibt ja auch den Slurpee-Skin dazu. Aber ich feiere den nicht. Dann haben wir hier noch die Spitzhacke. Und natürlich die Kalmar-Keule. Gott, ich hasse immer Kalmar. Die ist halt ganz nice, aber naja. Dann die Planetensonde. Season 3. So lange ist das Ding schon alt, ey. So, dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem normalen Shop. Wir gehen natürlich wieder ganz schnell rüber zu Rette die Welt, aber kurz nochmal, denkt dran, Creator Code eintragen, ihr wisst schon.
So, dann schnell rüber. In der Zeit, wo der lädt, gehe ich schon mal schnell gucken, ob es V-Bucks-Missionen gibt, weil wir brauchen ja nicht jede Mission durchgucken. V-Bucks-Missionen und Abfahrt. Oh, wir kriegen 35 V-Bucks. Oh mein Gott. Level 58. Level 58. Oha. Und Mr. Red auf 124. Das war ja nochmal Mr. Red. Gut. Okay. Was habe ich jetzt gesagt? 58. Aufpassen. 58. Ich habe es gleich wieder vergessen. Oh, morgen kriege ich 800 V-Bucks. Eieieiei. Schmeckt. So, was habe ich gesagt? 58. Ich sage, ich vergesse es eh wieder. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? 58 muss hier irgendwo sein. Nein, nein, nein. Wer sucht, der findet. Da ist er. Also, eine V-Bucks-Aufgabe haben wir. Repariere den Schutzbunker. 35 V-Bucks. Ihr wisst Bescheid. Dann gehen wir gerade nochmal gucken. Lama Shop. Haben wir was geschenkt? Natürlich nicht. Ach, da geben die Upgrades für Fallen. Oh Mann, ey. Dafür wollen die tatsächlich 200 V-Bucks haben. Die Upgrade-Lamas sind auch nicht so besonders. Hier hinten hat sich natürlich auch nichts geändert. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Danke, wer so lange da war. Heute machen wir mal die. Einfach, weil Ostern ist, Hase. Aber schreibt einen Kommentar, der Hase ist schön oder sowas. Einfach so aus Blödsinn. Keine Ahnung, lasst euch was einfallen. Aber ich habe gesehen, einige haben, glaube ich, das Video zu Ende geguckt oder haben beim anderen gesehen, oh, der hat was dazu geschrieben. Ich glaube, ich schreibe auch noch was dazu. Also in dem Sinne, wenn ihr Support da lassen wollt, immer das Video bis zum Ende gucken. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.